Einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Marco Lorenz. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner YouTuber für euch, noch vielleicht auch größer mal. Bin genauso auf Instagram vertreten. Unter Instagram Marco Lorenz-YouTube könnt ihr auch meinen Werdegang verfolgen, wie es mit mir weitergeht auf Instagram oder auch auf YouTube. Ja, dieses Video ist ein kleines Update-Video für alle Leute, die wundern, ja, der hat einen YouTube-Kanal, macht keine Videos. Liegt daran, ich habe eine OP hinter mir. Mir geht's ja, den Umständen entsprechend, sagen wir so. Ich will jetzt nicht meckern, nicht gut und nicht schlecht, das ist von Arter. Aber noch bin ich quasi sehr beeinträchtigt wegen mein Ohr. Ich habe eine Ohr-OP gehabt. Darf mittlerweile, wie ihr schon seht, aktuell, 2 Wochen nach meiner OP, die Bandage, ich habe ja davor so ein Patty gehabt, wie auch immer, was zum Draufliegen, darf ich mittlerweile schon abnehmen. Das ist schon mal ein kleiner Vorsprung in der Entwicklung. Ich hatte diese Woche auch einen Sondertermin gehabt. Nämlich, ich war ja letzte Woche schon mal da gewesen, da war quasi Fäden ziehen und so weiter. Und da wurde dann quasi was ein Hörtest gemacht. Wird mit so einem Metallstab. Hab sowas nicht spontan liegen. Ja. Spontanerweise sieht das Viech so ähnlich aus wie so ein Ding hier. Man hat da oben so eine 2 Gabeln dran und unten ein Schlagholz. Das wird dann angehauen. Und damit quasi es aufgelegt und hört weggefahrt, ja, wo hören Sie Geräusch? Links, rechts, in der Mitte. Ja, das sind 2 verschiedene Hupser, Resonanzen führen. Einmal einen hellen und einen dunklen Ton. Und letzte Woche kam bei mir raus, dass ich die dunklen Töne wegen der Banderole, die ich drin habe, die Tamponade, die noch im Ohr drin ist, habe ich die dunklen Töne auch rechts gehört, wie es sein soll. Die hellen Töne waren nicht hörbar, beziehungsweise links. Das war letzte Woche nicht nur für mich, sondern auch für die Ärzte ein kleiner Schock. Deswegen habe ich jetzt mal einen Nachholtermin bekommen. Sollte meine Medikamente, die ich genommen habe, zu Ende nehmen erstmal. Und ja, dann war heute, denn wie gestern, war der Kontrolltermin wegen meinem Ohr, ob es besser ist, weil ich mein Hörtest gewesen. Und die junge Frau sagte, oh, wir sollten das Ding ansetzen, ne? Innenohr messen können wir nicht machen, dann können wir halt nur am Ohrknochen fühlen. Für all diese Wissen. Es gibt ja verschiedene Tests, wie man quasi gucken kann, ob das mit dem Hören also okay ist, wie es sein soll. Wir haben unser normales Gehörgang und wir haben auch Knochen, mit denen wir hören können, auf gut Deutsch. Und bei mir wurden jetzt zwangsmäßig die Knochen genommen. Das heißt, hier, ich mache bei meinem gesunden Ohr, hier hinterm Ohr, ungefähr auf dieser Höhe, wo es mein Finger steckt, ja, da ist ungefähr so ein Knochen, den fühlt ihr auch. Wir müssen hinterm Ohr mal langfahren, da ist eine kleine Ausbeulung hinterm Ohr. Das ist der Knochen, mit dem man hören kann. Mal wieder zu gerade müssen, mit dem man hören kann. Und das wurde quasi auf der Seite gemacht. Tat dementsprechend auch ein bisschen weh. Ein bisschen lauter unten gerade. Tat dementsprechend ein bisschen weh, weil logischerweise hier hinter ist. Ich wurde ja hinter dem Ohr aufgeschnitten und genäht und ist erst ein bisschen empfindlich. Dementsprechend habe ich da ein schönes Druckgefühl gehabt, wo das Messgerät drauf war. Und dann wird dann quasi auf das linke Ohr werden Geräusche gemacht, wie ein Rauschen. Zum Beispiel. Und dann werden auf dem rechten Ohr über das komische Gerät werden dann Geräusche wiedergeben. So piep oder büüüp, je nachdem, was die gerade testen. Und Ziel und Zweck ist es bei diesem Hörversuch quasi, dass die Geräusche, weil das hier auf dem Knochen aufliegt, dass die Geräusche auf dem rechten Ohr hörbar sind. Ja, das heißt, die Geräusche werden immer permanent immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und sobald ihr sagt, ah, ich höre das Geräusch, habt diesen Knopf, drückt drauf und dann geht's weiter. Bei manchen Geräuschen war es wie immer so gewesen, dass das Geräusch anstatt rechts links ankam. Von der Art derzeitiger Sachhörstand ist nach der Schockdiagnose letzte Woche, dass es immer auch so ist, dunkle Geräusche, tiefe Geräusche hört man rechtes Ohr relativ gut, helle Geräusche relativ schlecht. Nun ist aber schon mal zur Vorwoche eine kleine Tendenz abzusehen, dass sich das alles ein bisschen verbessert hat. Auch der Test mit der Stimmgabel, was ich euch gerade so ein bisschen gezeigt habe, war ein bisschen positiver. Ich habe zwar den Ton noch teilweise mittig gehört, als er mir den Hellton hier oben am Kopf auch mal, als er mir den Hellton aber auf den Nasenknochen, da geht es wohl auch, drauf gemacht hat, kam der Ton eindeutig rechts raus. Also es ist noch ein bisschen abzuwarten, wie es nun weitergeht mit meinen Hörern auf der rechten Seite. Ich persönlich sag mir so, ist mir von der Art der scheißegal. Hauptsache mein rechtes Ohr ist wieder dicht. Ich habe da ein Loch drin gehabt und wenn das rechte Ohr schon mal dicht wäre, das wäre schon mal ein Riesenanfang für mich. Das heißt nämlich, dann könnte ich diesen Jahr wird es nicht mehr werden. Wir haben fast schon Winter jetzt. Jetzt ist Herbst, auch nach dem Winter.
Da kann ich nächstes Jahr endlich wieder mit meinen Kindern, mit meiner Großen, der Mira Riverland und meiner Kleinen, kann ich dann auch mal ohne Angst und Sorge mal wieder ins Freibad gehen oder in die Ostsee springen, wenn man schon hier wohnt und so weiter. Darauf freue ich mich am meisten. Ne, auch wenn das Hören vielleicht im Nachhinein wirklich hier an diesem Ohr schlechter ist. Wovon die Ärzte eigentlich nicht ausgehen und es auch nicht sein sollte, aber das wird man erst im Laufe der Zeit wissen. Nächste Woche kommen hier die Tamponaden kommen diese Woche raus. Die werden ungefähr 3 Wochen nach der OP werden sie entfernt. Das wird bei mir am Donnerstag passieren. Das heißt quasi am Freitag werde ich ein Update-Video wieder geben zu der OP, damit auch andere Leute sowas mal machen wollen oder vor sich haben, ungefähr wissen, wie der Heilungsverlauf ist. Heilungsverlauf, Tabletten nehme ich keine mehr. Ich bin tablettenfrei mittlerweile, Gott sei Dank. Man hat schon bekommen, Tabletten ist mal ein bisschen beschwipst. Ich habe die ganze Woche jetzt hier, also jetzt so bis vorgestern kann man sagen, noch so leichte Schwindeanfälle gehabt. Also quasi, dass mir leicht dösig wurde. Ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen mehr was gemacht, wurde mir leicht dösig. Heute, ihr seht, ich bin im Garten. Ihr seht, ich muss reparieren. Ne? Bekomme ich aber nachher vielleicht Hilfe. Die Plan ist wieder runter. Das ist keine Reparatur in der Hinsicht, sondern quasi, naja, ne? Das hat eine schnelle Sache eigentlich gemacht. Aber Rasen ein bisschen gemäht werden, das ist auch eine Kleinigkeit, aber mal gucken. Ich habe ja gestern bin ich ja mit Absicht von der HNO-Klinik bis zu mir nach Hause Fuß gegangen. Danach waren wir nochmal einkaufen gewesen. Ich war nach dem Fußgängen und Einkauf total groggy. Also man merkt immer noch, logischerweise bei großer Belastung, sagt dann mein Körper hier auch wegen der Verletzung, nee, lass lieber sein, das ist scheiße für dich. Soweit der Sache schon. Tabletten bin ich durch, Schmerzen sind soweit weg, mein Schwindegefühl ist seit Mittwoch so circa weg. Und die Fäden sind raus. Ich kann auch hinten noch ab und zu so leicht, nicht raufdrücken, sondern leicht so rüberfahren über meine OP-Wunde. Das Ganze möchte ich euch natürlich nicht im Video zeigen. Das ist ein bisschen so. Also hier hinterm Ohr wurde quasi aufgemacht, das Ohr, und dann wird er quasi repariert. Aber das werde ich auch später in einem ganz, ganz, ganz separaten Video mal erklären, was alles gemacht wurde. Auch für Leute, die vielleicht sowas vor sich haben, sich vielleicht von anderen Leuten schon mal ein bisschen Erfahrung holen wollen. Also das kommt dann später. Ja, wie gesagt, nächste Woche kommt die Tamponade raus. Nächste Woche bin ich auch noch komplett krank geschrieben. Das heißt, übernächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, kann ich wieder normal auch arbeiten. Darf ich wieder normal arbeiten gehen? Wie weit das körperlich alles machbar ist? Irgendwann muss ich ja wieder. Kann ich in 13 Jahren zu Hause bleiben? Es sei denn, ich würde mit YouTube genug Geld verdienen. Übernächste Woche ist wieder Arbeit angesagt. Mal gucken, wie es mir da körperlich bei geht. Spontan, es geht mir körperlich immer ein bisschen besser. Ich kann langsam wieder ein bisschen mehr machen, aber natürlich will ich auch nicht übertreiben, weil es kann ja immer noch... Ne, man weiß ja nicht, ob noch was passieren könnte oder nicht. Und ich nehme mal an, ich werde vielleicht schon mal einen Nachfolgetermin bei der HNO-Klinik bekommen, nachdem die Tamponade raus ist. Entweder direkt bei der HNO-Klinik oder bei meinem normalen Hals-Nasen-Ohrenarzt hier in Dirko. Da habe ich am 29.11. glaube ich einen Termin, wo sie auch mal reingucken wollen. Weil die müssen ja jetzt da gucken, wie verhält sich mein Hören. Wenn die Tamponade raus ist, geht es weiter aufwärts mein Hören oder bleibt das Hören gleich schlecht? Da muss man vielleicht dann auch über Alternativen nachdenken. Hörgerät vielleicht zum Beispiel. Ich hoffe es nicht. Aber wie gesagt, bei mir Hauptsache. Da muss das Ganze positiv und negativ sehen. Hauptsache, das Ohr ist dicht. So, das war es soweit von mir. Ich werde dann jetzt wieder nach Hause gehen. Meine Eltern kommen gleich. Dann werden wir nachher in den Garten reinfahren. Noch ein bisschen aufräumen, winterfähig machen. Ich habe noch Sachen im Garten. Die müssen nach Hause, können nach Hause, sollen nach Hause, wie auch immer. Und ja, mal sehen, was heute noch so alles anfällt, wie weit ich heute komme körperlich. Es wird denn heute von Arta mal ein, neben dem Fußweg gestern heute mal ein Großtest für meinen Körper. Entweder bin ich heute Abend total groggy oder ich weiß nicht. So, Schlüssel packen, Müllsack mitnehmen, dafür bin ich eigentlich hier, wird Müllsack mitnehmen und das war's. Zweite Woche nach der OP, die dritte Woche werdet ihr nächste Woche dann erfahren, wieder am Freitag. Und es kann auch sein, wenn es mir nächste Woche, weil die Tamponade kommt erst am Donnerstag raus, also davor ist noch ein bisschen so, man weiß noch nicht ganz. Es kann aber durchaus sein, dass ich wieder anfange, auch aktiver ab nächste Woche wieder Videos zu drehen für YouTube, damit ihr wieder, wie immer, wie gewohnt, unterhalten werdet auf meinem Kanal, ein bisschen mehr unterhalten werdet. Ja, also bis dahin, schön mit euer Marco Lorenz. Denkt dran, abonnieren und teilen auf YouTube. Ab 1000 Abonnenten gibt es ein Gewinnspiel. Habe ich ja gesagt, da geht's los. Ne? Also ab 1000 Abos gibt es mal regelmäßige Gewinnspiele. Also es lohnt sich für euch auch, mich zu abonnieren. Und folgt mir auch auf Instagram, denn natürlich da werdet ihr bestens informiert, wenn es schon keine Videos gibt, wenigstens über Bilder und irgendwelche andere Sachen.
was ich so den ganzen Tag mache. Für Leute, die Interesse haben, euer Instagram steht in der Beschreibung, beziehungsweise ich sage es nochmal, Marco Lorenz unterstrich YouTube. Wer jetzt nicht mehr unterstrich ist, schaut in die Videobeschreibung. Wie gesagt, abonnieren, teilen. Bis nächste Woche wieder und vielleicht auch bald wieder mit mehr Videos. Fehlen noch einige Videos. Stickies fehlen noch, die LED-Lampen fehlen noch und. Bis dann. Ich verabschiede mich. Schönes Wochenende euch.